Hey Leute, was geht? Ich bin jetzt in Hamm und ratet mal, wer hier ist. Wir haben Sommer, Leute. Ja, wir haben Sommer. Nach was? Wie lange ist schon wieder vergangen? Ein halbes Jahr ist vergangen. Ein halbes Jahr ist vergangen. Und das ist hergeschafft. Ins Hammer Hamm. Ins Hammer Hamm haben wir es geschafft. Ja. Und du bist nur 2 Tage hier, du schändliche Ratte. Ja, Mann, 2 Tage hier. Aber das reicht für ein paar lustige Clubbesuche. Und für diesen Grill, genau, sollte Momente. Sollte über die grüne wird schon spritzig, also spritzig wird's. Ja, und wie das Wetter aussieht, wird es auch feucht. Ja, feucht ist immer gut. Feucht ist immer gut. Feucht ist grün, geil. So, ja, jetzt gucken wir uns mal Hamm an, war noch nie da. Abholen hat super geklappt. Sehr schön hier. Mal gucken, wie es abläuft. Von der Uruguay-Look ist so richtig Donner geblieben. Ja, nee, du. Voll verschwitzt aus der scheiß Autofahrt zurückgekommen. 4 Stunden im Auto gehockt. Oh Mann. Erstmal gleich Sommersachen angezogen, okay. Ist so heiß. Aber im Norden ist echt Sommer, du. Ich freue mich auch im Verhältnis kalt. Ich freue mich schon auf den Sommer. Ah. Bei uns war immer noch Regen und Gewitter gestern auch. Ganz furchtbar. Ja. Schön. Gut. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Stadt angucken, dann sehen wir uns später. Die Kohle für den Dings, für den. No rompa nada, abuela, eh? Sascha. No corten la mesa. Für den. Leute, was wir das hier Leckeres haben. Wir haben gerade eben auch ein richtig leckeres gegrillt gegessen. Wow, guckt euch mal das an. Das ist ja hier. Wow, ein Luxus. Ein Luxus. Hey Leute, was geht? Wir sind gerade hier bei Rufen im Zimmer. Richtig geil, das ist, meint, ist einfach diese übergeile Wand. Und guckt euch mal das geile Ding hier. Da ist noch die Ente und, die unser, Ente Wild, und unser Wild. So muss das sein, Digga. So muss das sein. Sehr klar. Speaker ist am Start, Musik ist am Start, Getränke sind da. Getränke sind da hinten. Wir sind bereit. Jetzt chillen wir erstmal ein bisschen. Würde ich auch sagen. Gönnen erstmal uns eine kleine Pause. Meditieren über Zeiten, über die Zukunft. Reden über die Zukunft, reden über das Vergangene. Eine Menge Dinge sind passiert, eine Menge Dinge wurden abgesagt, aber eine Menge Dinge werden auch noch stattfinden. Genau. Ja. Wir hatten heute einen entspannten Abend. Quatsch. War ein geiler Abend, war ein richtig cooler Abend. Nochmal schön geschnackt, haben uns nochmal die ganze Gegend auch mal nochmal angeguckt am Wasser und war schön. Ja. War sehr geil und ich freue mich noch auf das geile, mega bequeme Bett. Das ist einfach nur geil. Guckt euch mal dieses geile Sofa hier, Digga, wie geht's? Das ist das Beste überhaupt. Oh. Geschützt vom Terminator himself. Ja, Mann. Hier chillen. Einfach nur hier chillen. Ah, oh, ich werde heute auch gut schlafen, Alter. Nach dem Auto. Digga! Zur Nacht im Auto verwest in Hamburg, im Auto geschlafen am Hafen. Das war nicht sehr angenehm. Das glaube ich. Das könnt ihr mir glauben. Da gibt's andere Sachen, die sind angenehmer. Da gibt's einige andere Sachen. Ja, da habe ich schon mal ein paar ein. Oh Mann, ey. Ja. Sowas ja, Mann, aber ist schon geil. Also man merkt schon, ich wurde super aufgenommen hier, war richtig cool, gleich am ersten Tag. Ich hätte durch den ganzen Urlaub noch nicht so viel Alkohol getrunken wie hier. Den ganzen Urlaub nicht. Und das war noch gar nichts. Bin ich mal gespannt, wie den nächsten Tag. Ich wünschte, ich wäre länger geblieben. Also ich könnte länger bleiben, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja immer ein zweites Mal im Leben. Ein drittes Mal. Einige Male. Natürlich. So rein Prinzip war das jetzt im Prinzip, wir haben uns in Uruguay getroffen. Wir haben uns hier getroffen. Und es ist auch nur ein halbes Jahr her. Ist auch nur ein halbes Jahr her. Scheiße, ne Mann. Und wir haben Sommer. Digga, wir haben sehr. Digga, was ist los mit uns? Du hast den Winter geskippt. Digga, wir müssen jetzt. Wir müssen schon nach Deutschland zu gehen, um den Sommer zu bekommen. Aber hier ist echt Sommer. Ich war letzte Woche in Rom, da hat es geregnet. Und hier in Hamburg war echt Bullenhitze. Sonnenschein, Strandbar, 25 Grad. Ist echt war schon nice. Ist schon echt heftig. Also wir müssen schon nach Deutschland gehen, um den Sommer zu bekommen. Ja, bald wird es so ein Sommerziel werden, Deutschland. Ja, geil, in Zukunft. Dann bin ich zurück, gib mich wieder Winter. Der Klimawandel, da könnte man jetzt über den Klimawandel diskutieren. Über das wir hinvegetieren der menschlichen Zivilisation und die Entwicklung der Tätigkeiten. Ja, ich mache auch keine Tätigkeiten. Ja, Mann, Tätigkeiten sind geil. So muss das sein. So, guckt euch mal diese geile Cappy an. Guckt euch mal diese Cappy an. Digga. So muss ja, das wir sind durch Italien wie die absoluten Touris gelaufen, ey. Mit so Pizza, Bäcker-Shirts. Sie mit der Luigi-Kappe und ich mit dieser Kappe. Das war schon faszinierend. Wir sind Rebellen. Okay. Hey Leute, was geht? Wunderschönen guten Morgen hier in Hamm. Heute ist ein aufregender Tag. Heute ist der
erste und wirklich der letzte Tag hier in Hamm. Bin leider nur anderthalb Tage, also nicht mal zwei. Morgen um 8 Uhr geht schon die Bahn. 6 Uhr aufstehen. Naja, aber schon heftig. Ja, Rufen ist heute Morgen schon, ich glaube 6, 7 Uhr, weiß ich nicht mehr genau, ist er zur Arbeit gefahren. Ich bin jetzt alleine hier. Ich gehe gleich mal runter und frühstücke gleich. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich runtergehe und bevor ich frühstücke, probiere ich erstmal diese wunderschöne Gitarre aus. Und setze mich erstmal hier so ein bisschen hin. Genieße erstmal die frische Luft. Was geht? Wir haben uns heute entschieden, doch nicht irgendwie rauszugehen, doch keine Party zu machen. Es hat eh geregnet, weil das eh scheiße hier, wenn ihr guckt, überall grau, hat sogar vorhin geregnet. Wir hätten vielleicht was filmen können, aber es wäre einfach grau gewesen, scheiße gewesen und hätte geregnet und es wäre kalt gewesen. Es hätte nicht gepasst zur Szene, ganz ehrlich, es hätte nicht gepasst. Ja, und jetzt haben wir in der Zwischenzeit einen Song geschrieben, aber wir wollen euch schon nicht zu viel verraten, sondern hier, der wird sehr... akustisch, sehr ja. Erotisierend werden. Definitiv. Fliegenpest! Sehr erotisierend werden. Aber wir müssen das erstmal gescheit aufnehmen, bevor wir das irgendwen zeigen. Geil, machen wir. Geil. Verlaust! Wunderschönen guten Abend, Leute. Heute ist Donnerstagabend. Der erotische Ruf, der kommt gerade raus. Der ist gerade unter der Dusche. Aber nein, keine Sorge, den filme ich jetzt nicht. Warum? Ich bin doch gar nicht nackt. Noch nicht. Noch bin ich. Hoffen wir mal, das Handtuch hält. Ich war gerade nackt. Ja, geil. War sehr erotisch. Siehst du mich zweimal? Siehst du mich zweimal? Siehst du einmal in der Kamera und einmal da? Also siehst du den kleinen Felix und den groß? Klein und groß. Oh. Kann man alles auf einmal sein. Ja. So, jetzt hat er eine Hose an, kann ich ihn filmen. Hätte wieder geheult. Guck mal, das ist mein Schlafgewand. Wir haben Chips und noch eine Packung da und Schokolade und auch Bier. Und Tequila. Na. Und auch Tee und Saft. Und Wasser. Und besser. Wava! Gummibärchen, nochmal älter rumstehen, in so einem Glas. Wir sind ganz. Und guck mal, hier ist eine scheiß Motte im Rattenloch. Im Rattenloch. Die scheiß Uhr, die steht schon still seit Ewigkeiten. Muss die Batterie. Die hat vor Ewigkeiten hat noch so gedackelt und jetzt macht die gar nichts mehr. Muss die gar nichts mehr. Jetzt macht die gar nichts mehr. Der ja auch hier, Scheiße hier. Und der sucht nach einer Frau. Ja, dem könnte man eigentlich die Gitarre cool da reinstellen, oder? Das ist der Gitarrenständer, Alter. Digga, das ist übelst der Gitarrenständer. Ey, das ist echt mal, geil. Hab ich jetzt mal festgestellt. Schau mal, der hält die Gitarre. Und ich halt... Ja, wir halten... Noch halte ich nichts. Noch halte ich nichts. Ich halte mein Maul. Genau, Digga. Wir halten gleich diesen schönen Tequila und quatschen über die schönen Zeiten. Wir kippen jetzt die Flasche auf Ex runter. Ja, die ganze Flasche. Muss das sein, so muss das sein. Ne? So muss das sein. Hamburger Akzent machen, weißt du wieso? So ein Hamburger Akzent, wo wir dann mit dem Fischcola sitzen. Ja, geil. Ja, Mann. Das ist geil. Und dann fahren wir in den verfickten Zug. Dann fahren wir da die Strecke entlang. Ja, dann holen wir uns ein Fischbrötchen. Würde ich auch machen. Nee, du, ich hasse Fisch. Frische Fische. Frische Fische, Leute. Mein Gebot. Pass auf, wir tragen jetzt mal, pass auf, Rufen, wir machen jetzt mal jetzt Theater. Wir machen Theater. Pass auf, Rufen, trage uns dieses Theaterstück bitte einmal vor. Die Zeit ist vergangen. So viel ist passiert. Das tiefe Verlangen und nichts ausprobiert. Die Gedanken, sie kreisen, alles so laut. Schick mich auf Reisen, wo nichts ist vertraut. Die Sonne, sie scheint, das Licht ist hell. Bevor sie vergeht, mach ich's mir schnell. Und dann finden wir uns wieder, sitzen im Dreck.
schreiben alles nieder und singen ganz nett. Ja. Ja. Das ist unser Impuls. Das haben wir heute geschrieben, das war saugeil, Digga. Akustik vorgetragen schon vor der Familie, es war sehr romantisch. Es war sehr romantisch. Das hat mich sehr gefreut. Das war mega geil. Gefeiert, das ist so ein, das ist wie diese geilen Tantra-Lippen, die extra so eine Position haben, damit du dich reinlegen kannst, aufstützen kannst, knien kannst. Alles auf diesen Tantra liegen sollen, wollte ich mir schon immer mal holen, aber habe ich noch nicht gemacht. Geil. Eine Investition in der Zukunft irgendwann mal. Der neue Film, Investition in der Zukunft. Investition in der Zukunft. In der Investition aus der Zukunft zurück. Wir schicken es dann in unser. Wir schicken es dann an uns in der Vergangenheit, damit wir es schon geil früher genießen können. Auf die geile Zeit. Party hart. Auf die Party hart.